Es gibt eine Menge Autos am Markt, die sind unterbewertet. Aus welchem Grund auch immer. Sowohl medial als auch am Markt, nämlich kaum präsent. So auch der neue Vectra GTS. Ein Auto, das an sich und objektiv betrachtet wundervolle Leistungsdaten verspricht und trotzdem irgendwie den Weg in die Champions League nicht geschafft hat. Grund für uns, uns den Vectra GTS einmal ordentlich an die Brust zu nehmen und zu schauen, was denn das Auto wirklich kann und hat. Good to me. Die Optik des GTS hat Opel-Designer Martin Smith behutsam, aber wirkungsvoll dynamisiert. Von der anderen Heckpartie mit der großen Klappe abgesehen, legte der Kanadier auch bei der Frontpartie Hand an. Und das mit Erfolg. Der GTS sieht deutlich sportlicher und etwas aggressiver aus. Im Innenraum hat sich im Vergleich zur konventionellen Vectra-Limousine eigentlich wenig geändert. Ein paar Chromringe und andere Schrifttypen an den Instrumenten sowie ein Sportlenkrad. Wer im GTS Nordschleifen-Flair erwartet, wird leider etwas enttäuscht sein. Macht aber nichts, denn die Sportsitze als wichtigstes Aufwertungsfeature sind hervorragend. Die Bedienung von Navigationsgerät und Radio sowie deren Verknüpfung durch die eingespielten Verkehrsmeldungen ist erfreulich einfach, so dass der Umgang mit dem Vectra von sympathischer Unkompliziertheit geprägt wird. Easy going für die Insassen, auch bei der passiven Sicherheit. Sirenmäßig sind Front-, Seiten-Airbags vorne, Kopf-Airbags vorne und hinten, Gurtstraffer, aktive Kopfstützen vorne sowie automatisch auskuppelnde Pedale an Bord. Obwohl der GTS gegenüber der Limousine um 20 mm tiefer gelegt wurde und das Fahrwerk sowie die Federdämpferraten sportlich getrimmt wurden, fährt sich der GTS keineswegs wie der Manta von Money. Ganz im Gegenteil. Der Federungskomfort ist vorbildlich und lange Fahrten, auch auf etwas holpriger Strecke, kein Problem für den GTS. Auf Wunsch können die Dämpfer sogar via Knopfdruck härter gestellt werden. Die Straßenlage ist hervorragend und an den Grenzen der Haftung hilft ESP Plus. Das Handling ist zwar noch nicht so präzise wie bei den Klassenbesten, aber angesichts der schieren Größe kann man als Vectra-Fahrer damit genauso zufrieden sein wie mit der Handlichkeit. Frisches Denken für bessere Autos. So wirbt Opel für seine Produkte. Beim Vectra GTS klappt das sogar mit ganz altmodischen Tugenden. Mit ihm ist Opel ein sehr ausgewogenes und gutes Auto gelungen. Der GTS glänzt mit üppigem, gut zugänglichem Raumangebot, solider Verarbeitung, anständigem Komfort und hoher Fahrsicherheit und guten Fahrleistungen. Der äußere sportliche Eindruck täuscht nicht. Wenn man will, ist man mit dem Turbo GTS ganz flott unterwegs. Die Karosserie wurde 2 cm tiefer gelegt, die Lenkung straffer gestaltet und das Fahrwerk sportlicher abgestimmt. Resultat: ausgezeichnete Straßenlage und hervorragendes Kurvenverhalten. Die Sechsgangschaltung ist direkt und präzise, die Kraftentfaltung absolut angemessen. Klar, der Vectra ist kein Rassesportwagen, aber dennoch macht das Fahren mit ihm Spaß. 9 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Ab 28.000 Euro ist der GTS zu haben. Für die gebotene Performance, das großzügige und variable Platzangebot, ein angemessener Preis. Die Verarbeitung ist zudem absolut hochwertig und der durchschnittliche Verbrauch von 8,9 Liter auf 100 Kilometer bewegt sich für diese Klasse im überschaubaren Rahmen. 8 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Serienmäßig sind beim GTS Front- und Seitenairbags vorne, Kopf-Airbags vorne und hinten, Gurtstraffer, aktive Kopfstützen sowie automatisch auskuppelnde Pedale an Bord. ABS, ESP Plus und elektronisch geregelte Kurvenbremskontrolle sind im GTS ebenfalls serienmäßig eingebaut. Das Fahrverhalten ist tadellos und auch in Grenzbereichen bleibt der Wagen stets unter Kontrolle. Also 10 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit.
Der von uns getestete Opel Vectra GTS 2.0 verfügt über einen Vierzylinder Turbomotor mit 175 PS und 1998 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 265 Newtonmeter bei 2500 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 9,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 230 km/h. Verbrauch im Test 8,9 Liter. Der Preis ab 28.000 Euro.